ist dieser Joachim jetzt hin? Ja, komm. Was bedrückt dich? Ja, komm. Schön langsam, Bruder. Aha, okay, alles klar. Sehr gut. Nun beeil dich und lass dich nicht erwischen, sonst steckst du in Schwierigkeiten. Warte, warum sagst du, ich soll mich beeilen? Gehen wir nicht gemeinsam? Ich denke, es ist besser, wenn ich hier bleibe. Einer erregt weniger Aufmerksamkeit. Geh! Nun gut. Sehr schön. Viel Glück, Gregor. Ich warte hier auf dich. Eilst du zum Gebet? Vorsichtig, ich war ja vorgestern schon hier. Darf ich schon wieder hier hingehen? Lol. Wie soll ich Hey. jetzt? Die sind im Erdgeschoss, ne? Wenn da jetzt hinkommen. Heilige Marie! Was tust du hier? Sind dir die Klosterbauern von innen zu langweilig geworden? Ja. Probier mal was. Kann ich den nicht bestehlen? Ein Mensch hat hier nichts zu suchen. Was ist mit deinen Gelübden? Dann wo ist jetzt das Fass? Nein, nicht mit.
zum... Hä? Der Keller des Kustos, das müsste doch hier sein. Nein, das ist unten in dem Fall, scheiße. Ein Mensch hat hier nichts zu suchen. Das ist mir ein Glück. Also hier ist es ja nicht. Was zum... Wo ist dieses Fass Wein? Also jetzt war ich ja wirklich überall. Aber Moment, mein Pferd hat doch eine Fackel, oder? Hier, ah, lol. Ah, das macht's ein bisschen einfacher. Schnell, schnell. Ah, müssen die Wachen jetzt da stehen? Ah? Nein. Gepriesen sei Jesus. Gelobt sei Jesus Christus. Mhm. Eigentlich die anderen Türen geschlossen. Wäre nicht so gut, wenn die offen wären. Morgen. Ja, da. Die habe ich zugemacht. Gut. Ui, ne. Sehr gut. Bring den Sekretär. Schlafen. Ich stehe hier schon eine Minute. Ich wünsche ihm das Beste. Aber die Veränderung, die ich ersehne, kann nur ein neuer. Lohnt sich. Du bist ein guter Junge. Zeig her, was du mitgebracht hast. Der Duft von Steckrübe mit einem Hauch von Rattenkötteln. Nicht so fettig wie der letzte. Er ist weder aus Olmütz noch aus Sneim. Aber wie Johann schon sagte, saufen kann man ihn. Danke, Brüder. Und nun setzt euch und trinkt einen Becher mit uns. Gelobt sei Jesus Christus. Lasst uns trinken! So lobe ich mir das. Worauf sollen wir anstoßen? Vielleicht auf den Abt? Wohlan, auf den Abt. Aber warte, Junge, welchen denn? Auf Peter! Wohlan, auf Peter. Er hat viel für uns getan, aber seine Zeit ist um. Auf seine unsterbliche Seele.
Lasst uns trinken! So lobe ich mir das. Vielleicht auf den... Wohl an! Auf Abt Johann! So ist... Ich möchte dich etwas über das Kloster... Was kannst du mir über die Noviz... Nun ja, ihr seid hier... Eigentlich, du kennst sie doch. Antonius arbeitet hart und wird dir stets... Was dich und diese Wahl betrifft... Frag mich, was du willst. Erzähl mir etwas über Nevlas. Nevlas ist schwach, zahnlos und voller heißer Luft. Mir ist nicht gewahr, wie jemand glauben kann, er könne einen guten Abt... Ich wüsste gerne, was hier vor sich geht. Die jungen Nevlas lügt, wenn er sagt, er wolle Fehler berichtigen. In Wahrheit kümmert er sich nur um... Okay, ja. Danke für die Antwort. Ich sage dir, Bruder, diesen Wein könnte sogar der Papst trinken. Ich weiß nicht. Ich finde ihn sauer. Gott weiß, was da drin ist. Red keinen Unsinn. Das ist ein erstklassiges Fass. Direkt. Hä? Was bedrückt dich? Ich möchte dich etwas über das Kloster... Ich sage dir, Bruder, diesen Wein könnte sogar der Papst trinken. Ich weiß nicht. Ich finde ihn sauer. Was wünschst du? Lasst so lob vielleicht auf den... Wohl an! Auf Nevlas! Auf Nevlas? Ich verabschiede mich nun, Brüder. Es war schön mit euch. Tu uns einen Gefallen, Bruder. Bleib noch kurz und trink noch ein... Okay. Also gut, aber das ist... Lasst uns trinken! So lobe ich mir das. Vielleicht auf den Abt? Wohl an! Auf den Abt! Auf Abt Johann! So ist... Ja, jetzt gehe ich aber. Ich verabschiede mich nun, Brüder. Tu uns einen Gefallen. Hä? Danke, aber ich trinke... Wie du wünschst, Bruder. Ich sage dir, Bruder, diesen Wein könnte sogar der Papst trinken. Ich weiß nicht. Ich finde ihn sauer. Gott weiß, was da drin ist. Red keinen Unsinn. Das ist ein erstklassiges Fass. Upsala. Da, also jetzt muss ich irgendwie zu diesem Buch vom Abt kommen, ne? War ich denn schon in jedem Gebäude drin? Hier war ich schon, ja. Ja. Hier jetzt zum Bibliothekarzimmer. Aber der Bibliothek oben, stimmt, ich muss in die Bibliothek. Ganz hinten dieser Raum da. Obla, obla, obla. Oh Mann, gleich besoffen. Was haben wir denn da? Hier ist es. Das Buch mit den Berichten über die Novizen. Okay, ja. Joachim.
Es ist Antonius. Es ist Antonius. Ach du Scheiße. Ah, der ist gleichgeschlecht. Ah, okay, er ist schwul, sagen wir es mal so. Darum ist er ins Kloster. Ah, darum will er mit uns nicht reden, alles klar. Okay, also es ist Antonius. Interessant. Aber ich weiß immer noch nicht, wer Pius ist. Doch, weiß ich. Was zur Hölle war das? Raus, 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 raus. Ich weiß, wer es war, ich weiß, wer es war. Schlafen, schlafen. Wo ist sein Bett, wo ist sein Bett? Ja, hier hat sein Bett. Es ist Antonius. Wer hätte es gedacht? Weil er hat die Theologie gestudiert, also er war Pfarrer. Von dem her ist es Antonius. Ja, Gott sei Dank. Konstantin, kannst du mir helfen? Mist. Warum so in Eile? Ich weiß doch jetzt, wer... Besser auf, Bruder. Pass besser auf, Bruder. Was bedrückt dich? Wie gehen wir das jetzt an? Als du zum pass Gebet. Besser auf, pass auf, als du zum Gebet. Pass, auf, pass besser auf. Pass auf, wo du hingehst. Pass besser auf, Bruder. Das ist kein günstiger Zeitpunkt für Fragen. Es ist Antonius, der kleine Schlingel. Aber ich lag richtig, dass ich Konstantin... Was möchtest du? Ich wüsste gerne etwas über das Kloster. Das wäre alles. Danke für deine Zeit. Yeah.
Dann lese er so, dass er keinen anderen stört. Die Nonnen werde früher gehalten, zur Mitte der achten Stunde. Dann gehen sie bis zur Vesper wieder an die Arbeit. Kranken oder empfindlichen Brüdern... Schön langsam, Bruder. ...Beschäftigung oder ein geeignetes Handwerk zugewiesen. Sie sollen nicht müßig sein... Ach, scheiße. ...durch allzu große Last der Arbeit erdrückt... Ich habe nachts die Zirkatoren im Keller belauscht. Sie sprachen über dich. Oh nein, also ist es noch nicht vorbei? So kann ich Gott nicht dienen. Ich bin in der Hölle. Lukas, was ist los? Was glaubst du denn? Ich habe sie wie du beim Trinken und Würfeln erwischt, als wären wir in einem Hurenhaus. Du hättest mitmachen sollen. Damit noch mehr Mönche sündigen? Ja, das hätte ich wohl. Aber ich weigerte mich. Ich habe ihnen damit gedroht, zum Prior zu gehen, wenn sie nicht aufhören. Aber anstatt sich zu bessern, begannen sie mich zu triezen. Du hast dir die Falschen zum Feind gemacht, Lukas, sagten sie. Inzwischen kann ich die Nächte kaum zählen, die ich in der Arrestzelle verbracht habe. Meist für die geringsten Verstöße und manchmal ganz unbegründet. Vielleicht kann ich ja irgendwie helfen. Das würdest du? Ich glaube, du müsstest dich nur mit ihnen zusammensetzen und die Dinge gerade rücken. Dann würden sie mich sicher in Ruhe... Ich habe keine Angst. Bruder, möge Gott... Würdest du mir etwas über dich... Ich meine... Ich bin nur wie... Naja. Komm schon, gibt es... Was... Ah, Gregor. Zum 1. Oktober verrichten Sie morgens nach der Prim bis ungefähr zur 4. Stunde die notwendigen Arbeiten. Ich habe im Buch des Abtes gelesen. Darin steht, dass du bist in sein Quartier eingedrungen. Ich habe dich nicht gefragt, was Recht und Unrecht ist. Ich sage dir gar nichts. Und will aber einer für sich lesen, dann lese er so, dass er keine. Wenn du das tust, verpasse ich dir einen Schlag. Nein, nicht schlagen. Hör mal, ich muss dir etwas sagen. Er war es nicht. Im Kloster hält sich ein gefährlicher Verbrecher auf. Und ich bin auf der Suche nach ihm. Ha, ich wusste. Oh, ich sollte lieber nicht fragen, oder? Genau. Dieser Konstantin. Ich fand ihn schon immer sonderbar, aber nun... Du meinst, er verpasst das Morgengebet? Dir ist es auch... Tun wir, was der Prophet sagt. Ja, du hast mich falsch verstanden. Nein, aber er ver... Das versuche ich heraus... Was tust du mit dem Kerl, wenn du... Weiß ich noch nicht. Du solltest mit den Zirkatoren oder dem Prim... Vollkommenen Jüngern werde nur selten das Reden erlaubt, wegen der Bedeutung der Schweigsamkeit. Steht doch geschrieben, beim vielen Reden... Was bedrückt dich? ...Sünde nicht entgehen. Und an anderer Stelle... Bruder Zirkator, mein Freund. Was willst du? Von deinen Pflichten? Nein, ich bin wegen Novize Lukas hier. Ja, weil dieses Wiesel unserem nächtlichen Treiben... Ihr solltet ihn wieder wie jeden anderen mit... Aber wenn er keine Angst mehr vor uns hat, wird ihn nichts davon abhalten, uns... Er hasst euch, weil ihr ihn schikaniert. Und er hat nichts zu verlieren. Zeigt ihm nur... Gut. Hüte dich vor... Was meinst du? Er ist ein Sodomit, ein Sünder. Wenn ihm dein... Ich entscheide, was ich tue und mit wem ich rede. Oh Gott, diese Zeiten waren echt schlimm. Ich habe mit den Zirkatoren darüber gesprochen, wie sie... Wirklich? Ja. Du musst versprechen, keinem etwas über ihre Gelage... Das verspreche ich nur allzu gern, weil ich jetzt weiß, dass ich dir vertrauen kann. Oh. Ich möchte nichts Unwahres sagen. Gott bewahre, dass meine Worte Leid verursachen. Aber bei dieser Sache bin ich mir sicher. Bruder Antonius belügt uns. Wie kommst du darauf? Er behauptet, ein Kaufmannssohn aus Vlaschim zu sein und dass er dem Orden freiwillig beitrat, aber ich habe viel Zeit in Vlaschim verbracht und kenne die Gegend wie meine Westentasche. Dort hat keiner gelebt, der wie Antonius aussieht. Bist du dir sicher? Denn das könnte bedeuten, dass... So wahr ich Knut heiße,
So lautet mein weltlicher Name, aber das ist nun unwichtig. Ich kenne Flaschim und die dortigen Kaufleute. Und ich habe Antoni... Danke, ich werde... Wer ist die Haltung derer, denen die Liebe zu Christus verhalten sind? Wegen des heiligen Dienstes... Ich hörte das. Nun, das. Was? Von den circa Toten. Sie werden mich nie in Ruhe. Nenn mich Sodomit, Sünder, Monster oder Höllenbrut. Aber sag mir eins. Ich verstehe dich. Genau. Das war alles interessant zu lesen, aber ich urteile nicht über dich. Du bist, wer du bist. Gut, dass du nicht wie die anderen bist. Ich schwöre, dass ich nie mit einem anderen Mann gelegen und gesündigt habe. Als mir mein Vater eine Frau suchen wollte, sagte ich ihm die Wahrheit und er schickte mich her. Gewissermaßen war ich froh darüber. Was waren das für Zeiten? Meine Schuldgefühle zerfraßen mich und ich wusste, im Kloster würde ich Frieden finden. Gott sieht, dass meine Seele rein ist. Würdest du mir etwas über dich... Ich meine... Ich bin nur wie... Es ist so, dass ich hier nach... Du, so bin ich. Ich suche ein... Verstehe. Ich hab... Weil du mir helfen könnt. Das kann nicht sein. Erst reden. Hast du eine Idee, welcher der... Womöglich... Ich möchte nichts Unwahres sagen. Wie kommst du da... Das kenne ich schon, ja. Danke. Mal kurz. Es gibt da etwas, das du wissen solltest. Du suchst nach jemand? Bin ich. Jedenfalls... Warum suchst du in einem... Ich suche einen Schurken, der sich hier im Kloster versteckt hält. Verstehe. Ich habe... Weil du mir helfen könntest. Das kann nicht sein. Es ist alles das Gleiche. Wie kommst du... Eva, bist du dir... So wa- Danke. Okay. Honius! Wenn er nicht Buße tut und sich bessert. Was gibt es, Bruder? Die Regula Benedicti, Kapitel 48. Die Ordnung für Handarbeit und Lesen. Du kommst aus Vlaschim, oder? Ja, warum fragst du? Und vor allem, woher weißt du das? Ich habe es dir sicher nie erzählt. Wie es scheint, lieben die Mönche Klatsch mehr als die Weiber am Marktplatz. Für beides ordnen zu können. Von Ostern bis zum 1. Oktober verrichten sie morgens nach der... Weil ich etwas anderes gehört habe. Du bist nicht aus Vlaschim. Hast dir alles ausgedacht. Und wer sagt das? Wer auch immer das behauptet hat, lügt. Das ist Unsinn. Sollen sie unter völligem Schweigen auf ihren Betten ruhen. Ich wüsste gerne etwas über das Kloster. Dann lese er so, dass er keinen anderen stört. Die Nonnen... Das wäre alles. Danke für deine Zeit, Bruder. Dann gehen sie bis zur Vesper wieder an die Arbeit. Kranken oder empfindlichen Brüdern werde eine passende Beschäftigung oder ein geeignetes Handwerk... Was wünschst du, Bruder Gregor? Sie sollen nicht müßig sein, aber auch nicht durch allzu große Last der Arbeit erdrückt oder sogar fortgetrieben werden. Der Abt muss auf ihre Schwäche Rücksicht nehmen. Die Regula Benedicti, Kapitel 5. Der Gehorsam. Der erste Schritt zur Demut ist Gehorsam ohne Zögern. Er ist die Haltung derer, denen die Liebe zu Christus über alles geht. Wegen des heiligen Dienstes, den... If Sigismund attacks, they can't hold. We have to prepare for the worst. You have courage, but you need training, arms, a horse. Please, take me into your service and give me the chance to learn these things. I finally have the feeling we're doing something worthwhile. We're helping to save the king. Instead of saving his drunken majesty, I'd rather find that whoreson who murdered my parents, get the sword back from him, and skewer him with it. The time has come for those whoresons to pay for what they did to us.